Die Wurst auf dem Grill am Rhein-Herne-Kanal oder Pommes rot-weiß auf der Hand, ganz egal. Kannst du samstagsabends ein Bierchen trinken und zwischendurch mal einem Schiffchen winken. Wer ist schon so blöde, spazieren zu gehen, wenn bei Ebbe an der Emscher die Winde wehen? Lieber auf dem Gasometer im Sturmes brausen und alles, was du siehst, ist Oberhausen. Die neue Mitte der Stadt ist ein Kaufparadies, doch was willst du dir holen mit so wenig Kies? Früher fuhrst du nach Venlo, um Kaffee zu kriegen, heute siehst du im Zentrum die Holländer fliegen. Was soll das, das macht nix, das stecken wir weg, genau wie die Zeche, die Kohle, den Dreck. Lieber auf dem Gasometer im Sturmes brausen und alles, was du siehst, ist Oberhausen. Oberhausen. Tausend Plätze, um Bier zu konsumieren und jede Menge Büsche sein Herz zu verlieren. Am Sonntag im Kaisergarten sich küssen, bei den Hängebauschweinen die Tiger vermissen. Andere Städte haben auch einen Zoo, aber so wie bei uns ist das nirgendwo. Lieber auf dem Gasometer im Sturmes brausen und alles, was du siehst, ist Oberhausen. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu meinem Bachelor-Konzert zwischen Rhein und Emscher. Wir gehen gemeinsam auf eine musikalische Reise und wir sind schon mittendrin im Ruhrgebiet an der Emscher in Oberhausen. Oberhausen ist tatsächlich meine Geburtsstadt, ich vergesse es selber manchmal, aber es steht tatsächlich in meinem Pass. Und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, so gerade die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, Ruhrgebiet, potthässlich, nein, es ist nur ein Vorurteil, es kann tatsächlich auch sehr romantisch sein. Wenn die Sonne versinkt über der A3, ist der Rest der Welt total einerlei. Alle spielen so Fußball, aber keiner kommt weiter, bis kurz vor die Liga als ewiger Zweiter. Und dann stehst du an der Ecke, an der Bude mit einer Fluppe. München und Hamburg sind dir völlig Schnuppe. Lieber auf dem Gasometer im Sturmes brausen und alles, was du siehst, ist Oberhausen. Vielen Dank. Ich habe tatsächlich auch eine Umfrage im Internet gefunden. Die schönste Stadt im Ruhrgebiet. Was glaubt ihr, wo Oberhausen lag? Nein, es hat tatsächlich 0% der Stimmen bekommen. Also schnell weg aus Oberhausen. Wir bleiben, fahren entlang der Emscher Richtung Dortmund. Dortmund bin ich groß geworden. Meine Eltern auch, meine Großeltern auch. Grüße an dieser Stelle auch nach Dortmund ans iPad. Ich hoffe, das klappt. Meine Oma hat sich 2 Jahre lang um das Virus herumgekämpft und ausgerechnet am Montag hat es sie erwischt. Und seit 20 Jahren ist sie bei jedem Konzert dabei, egal ob ich für Elise oder River Flows in You gespielt habe. Und ausgerechnet jetzt, es ist sehr schade, aber wir schauen uns dann in 3-4 Wochen den Mitschnitt an zusammen und wie gesagt jetzt auch live in Dortmund dabei. Genau, warum erzähle ich das? Ja, meine Eltern sind in Dortmund groß geworden und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich mich natürlich gefragt, wie war es damals im Ruhrgebiet, so in den 50er, 60er, 70ern. Klar, vieles war anders. Meine Oma zum Beispiel hat im Tante-Emma-Laden gearbeitet. Den hatten meine Uroma, meine Uropa, Tante-Emma-Laden, als es noch keine Supermärkte gab, hat man sich mit der Nachbarschaft da getroffen. Es war nicht immer eine einfache Zeit. Nach dem Krieg gab es Lebensmittelkarten. Meine Oma musste früh um 5 Uhr morgens am Hauptbahnhof die Milchkannen abholen und die dann in Dortmund verteilen. Es war auf der einen Seite keine leichte Zeit immer, aber
wenn ich eins aus den Erfahrungen oder aus den Erzählungen gelernt habe, dann hatte man doch viel Spaß. Also es gab viele Feiern in den Wohnungen, auf den Tischen wurde getanzt, der Mad Eagle in der Küche, die ZDF-Hitparade lief mit Dieter Thomas Heck. Das weiß ich alles aus Erzählungen, bis ich dann irgendwann im Dezember 2018 im Kino saß mit meiner Familie und ich hatte das Gefühl, auf einmal war ich mittendrin in den 60ern des Ruhrpotts. Es lief der Film Der Junge muss an die frische Luft über das Leben von Harpe Kerkeling, der auch im Ruhrgebiet groß geworden ist. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Filmmusik von Der Junge muss an die frische Luft mit vielen nachdenklichen Tönen, die aber auch zur Wahrheit des Ruhrgebiets damals und natürlich auch heute dazugehören.
Silja Bothe, vielen Dank. Und das Streichquartett Lucy, Mario, Laura und Steffen, vielen Dank. Unbewegte laue Luft war das von Brahms. Die Ruhe auf der einen Seite, die Ruhe der Natur, stille Gartennacht. Auf der anderen Seite das Begehren nach mehr, im Gemüte schwillt heißere Begierde, in der Ader quillt Leben. So heißt es in dem Stück, die Sehnsucht nach mehr, endlich mal raus wollen, was erleben. Wir erleben jetzt was auf dem Wasser, vielleicht nicht unbedingt auf dem Rhein oder auf der Emscher, aber das ist egal, irgendwo auf dem Meer. Ihr könnt sie hören, die Wellen im nächsten Stück. Jetzt kommt ein Impromptu von Franz Schubert in Gestur und danach landen wir im Hafen von Venedig im 17. Jahrhundert. Wir sind in der Oper La Gioconda von Ponchielli. Silja Bothe und Michael Flumm werden ein Duett singen aus der Oper. Michael Flumm, mein ehemaliger Gesangslehrer. Ich freue mich sehr, dass du auch heute Abend mit dabei bist. Silja und Michael singen die Stimmen von Laura und Enzo. Laura und Enzo stehen auf einem Schiff in Venedig und sie sind kurz davor, gemeinsam zu fliehen. Das geht allerdings schief. Das mit der Flucht, das gelingt nicht. Und so ist Silja dann im dritten Stück alleine unterwegs. Le Berceau von Fauré.
Warum gibt es unsere Erde? Warum kreist um sie der Mond? Warum dreht sie um die Sonne ihre Bahn? Warum hat der Mensch das Glück, dass er auf dieser Erde wohnt? Ist das Zufall oder folgt es einem Plan? Warum fühlen wir inneren Frieden, wenn wir Kinder schlafen sehen? Warum ist ein Tag am Meer so tröstend schön? Warum rührt Musik uns oft zu Tränen? All das würde ich so gerne mal verstehen. Oh, so viel kann ich mir nicht recht erklären. All das würde ich so gerne mal verstehen. Warum lügt sich ein gewissenloser Herrscher an die Macht, der sich einzig für sein Ego interessiert, der sein Volk mit Propaganda blendet, jeden überwacht und bestraft, wenn man dagegen protestiert, der ein Nachbarland, das einfach nur in Frieden leben will, über Nacht versucht, gewaltsam einzunehmen und uns mit Atomwaffen bedroht, wenn wir es wagen, seinen Opfern beizustehen. Oh, wie lebt man mit solch einem Vergehen? Das kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Warum gibt es dies und jenes? Wie kann mancherlei passieren? Warum ist so vieles schräg und wunderlich? Diese Fragen kann man stellen und darüber debattieren. Doch die Antworten behält die Welt für sich. Mit Verstand und Überlegung ist nicht allem beizukommen. Manches gilt es voller Ohnmacht anzunehmen. Akzeptieren oder auch sich mit voller Kraft dagegen aufzulehnen. Oh, so viel kann ich mir nicht recht erklären. All das würde ich so gerne mal verstehen. All das würde ich so gerne mal verstehen. Michi Köster, Lukas Förster, Silja Bothe, vielen Dank. Vielen Dank. Danke an die drei und danke an Oliver Gies und Maybe Bob für diesen Text, für dieses Lied. Es beschreibt ganz gut, was ich in diesen Zeiten manchmal für Fragen habe oder manchmal fühle und vielleicht auch ihr. Und es ist natürlich in diesen Zeiten ein sehr großes und echtes Privileg, Musik machen zu dürfen. Und es ist ganz toll, dann diese Musik auch zu teilen. Schön, dass ihr alle da seid, um vielleicht ja, ein bisschen näher zusammenzurücken, um sich nicht ganz ohnmächtig zu fühlen in diesen Zeiten, auch wenn es manchmal so scheint. Wenn die Zeiten hart sind, bin ich an deiner Seite wie eine Brücke über aufgewühlten Gewässern. Das ist das nächste Stück, Bridge Over Troubled Water.
tears are in your eye, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be the street, oh Lord, when evening falls so hard, I will comfort you. I take your part. Oh, and darkness comes. Dank.
Michi Köster, Lukas Förster, Nina Fandel, Silja Bothe, Kati Becker, vielen Dank. Und am Schlagzeug Leo Burgerholz-Gründer, am Bass Pia Niebmann und am Saxophon Janik Höholz. Stars seem to lose their place. Why must I think of you? Why must I? Why should I? Why should I cry for you? Why would you want me to? To say I loved you in my fashion, what would be true? Why should I cry?
heute noch was sagen. Ja, das war Why Should I Cry For You von Sting. Es gibt gleich eine 15-minütige Pause. Ihr könnt euch gerne im Innenhof dann auch was zu trinken holen und ein bisschen, das hoffentlich, ich weiß gar nicht, wie es draußen ist, hoffentlich, vorhin war es noch gut, als ich zuletzt rausgeguckt habe, das hoffentlich noch ganz gute Wetter genießen. Wir spielen noch einen vor der Pause. Es gibt heute natürlich alle Stücke, mit denen ich etwas verbinde. Manche kenne ich schon länger, manche kenne ich erst seit ein paar Wochen. Und es gibt zwei Stücke heute Abend, da träume ich schon echt sehr, sehr lange, die einmal aufzuführen. Das eine kommt in der zweiten Hälfte, dazu später mehr. Das andere kommt jetzt. Ich habe, wie gesagt, schon immer davon geträumt, das einmal aufzuführen. Und noch besser ist es, mit einer Band das zu machen. Am Bass Pia Niepmann, am Schlagzeug Leo Bürgerholz, Gründer. Und wir spielen den Root Beer Rack von Billy Joel.